Als erstes möchte ich mich ein bisschen entschuldigen für dieses trockene Thema. Also ich weiß nicht, ob ich als Kongressteilnehmer mir das antun würde, so als Unbedarfter, aber ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Knackpunkt. Der Knackpunkt oder das Desaster ist eigentlich, dass die Impfbefürworter und die Impfgegner nicht mehr miteinander reden können. Das erlebe ich immer wieder. Ich kann mit meinen Kollegen darüber diskutieren, wie man jetzt ein gebrochenes Sprunggelenk operiert oder welche Salbe bei Hämorrhoiden gut ist oder nicht gut. Alles geht, aber über Impfungen ist ein Dialog nicht mehr möglich. Und ich will versuchen, jetzt hier in meinem Vortrag vielleicht ein bisschen Brücken zu bauen. Die eine Brücke wird sein, dass ich uns alle einlade, uns zu verabschieden von einer Polarisierung. Dort sind die Bösen und hier sind die Guten. Das ist natürlich sehr verführerisch, nach dem, was Andrew Wakefield uns erzählt hat und nach dem, was ich weiß und viele von Ihnen auch wissen. Aber es wird uns letztlich nicht dienen, wenn wir in Gut und Böse polarisieren und immer bei den anderen das Böse suchen. Danke, Zwischenapplaus ist willkommen. Das funktioniert in der Politik nicht. Das funktioniert auch nicht in der Zweierbeziehung. Die Psychotherapeuten predigen uns das, solange wir dort sind oder wenn wir die Bücher lesen. Es bringt nichts, immer den anderen als böse zu bezeichnen und mich als gut. Wir müssen davon ein bisschen uns distanzieren. Ich komme nachher noch drauf, wie wir das vielleicht schaffen können. Die zweite Brücke, die ich bauen will, ist die, da komme ich jetzt auf dieses Thema, dass ich mich mit der Wissenschaftlichkeit beschäftige, die eigentlich dem ganzen Impfthema zugrunde liegen sollte. Sie hören schon meine vorsichtige Formulierung, aber das vielleicht bisher noch nicht wirklich tut. Also wir sind in einer Patz-Situation, in einer Sackgasse. Die Impfbefürworter halten uns für doof und wir halten die Impfbefürworter für doof. Aber wir sind hier auf einem Impfsymposium, nicht auf einem Impfgegnersymposium. Das ist mir wichtig und darum bin ich auch noch lieber hierher gekommen. Und es müsste eigentlich möglich sein, die schulmedizinischen Ärzte oder die Impfbefürworter mit ins Boot zu kriegen, wenn wir über Wissenschaftlichkeit reden. Die haben alle ein Universitätsstudium hinter sich, die meisten haben noch eine Facharztausbildung hinter sich, viele von denen haben sogar einen Doktortitel, haben also eine wissenschaftliche Promotionsarbeit abgeliefert. Dann müssten wir eigentlich mit dem Thema Wissenschaftlichkeit offene Türen einrennen können. Und das versuche ich jetzt mal. Wir fordern eigentlich, dass medizinische Maßnahmen, nicht nur Impfungen, überhaupt im statistischen Mittel mehr Nutzen als Risiken bringen. Dafür machen wir, dafür sollen Studien herhalten. Wir können zwar den Einzelfall nicht vorhersagen, ob unsere Maßnahmen im Einzelfall helfen oder nicht, oder auch im Einzelfall Risiken bringen. Das wird nicht möglich sein, weil die Menschen zu unterschiedlich sind, aber im statistischen Mittel. Medizinische Maßnahmen, die jetzt potenziell riskant sind oder wo wir den Verdacht haben, sie könnten riskant sein, die müssen natürlich noch genauer untersucht werden. Also ich kann vielleicht auf eine gewisse Wissenschaftlichkeit verzichten, die Risiken zu untersuchen beim Handauflegen oder vielleicht auch bei der Homöopathie. Da sind gefährliche Risiken nach aller Menschenerfahrung nicht zu befürchten. Aber wir haben ja hunderte und tausende Einzelmeldungen und Verdachtsmomente, dass Impfungen eben doch riskant sein können. Und deswegen müssen wir das sehr, sehr, sehr genau untersuchen. Die Qualitätsanforderungen an Arzneimittel überhaupt müssen hoch sein. An Impfstoffe müssen diese Anforderungen noch viel höher sein. Weil nämlich die Masse der Behandelten viel größer ist. Und weil das ja eine Maßnahme ist, die eigentlich an Gesunden vorgenommen wird. Da ist ja kein Notfall, kein Notstand, wo man sagen kann, na, jetzt müssen wir dringend was machen, ob das jetzt so bewiesen ist oder nicht, gucken wir hinterher. Nein, wir haben ja alle Zeit der Welt, das vorher anzugucken. Und das müssen wir auch machen. Wir brauchen bei solchen Zulassungsstudien, bevor also ein Impfstoff zugelassen wird,
muss der Hersteller ja darlegen, dass sein Mittel wahrscheinlich mehr nützt als Risiken bringt. Und dazu brauchen wir Studien, die placebo-kontrolliert sind. Wir brauchen Eintrag in ein Studienregister. Wir brauchen viele Teilnehmer, damit die statistischen Aussagen verlässlich und belastbar werden. Wir brauchen lange Laufzeit vor der Zulassung, weil manche Effekte überhaupt erst nach längerer Zeit auftauchen. Wir brauchen Offenlegung von Studiendesign und Rohdaten, also alles muss offen liegen, damit ein zweiter Wissenschaftler das jederzeit überprüfen kann. Wir brauchen die Erfassung des echten Erkrankungsschutzes und nicht nur die Erfassung eines veränderten Blutwerts, zum Beispiel in einer Zulassungsstudie. Wir brauchen die Erfassung aller möglicherweise auftretenden Risiken und Nebenwirkungen, denn was ich nicht suche, finde ich dann auch nicht. Ja, beliebter Trick. Aber da müssen wir ran. Es muss ein Vertrauensmann da sein, damit die Probanden sich an einen unabhängigen Menschen wenden können, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn irgendwelche Nebenwirkungen auftauchen. Der Studienleiter ist da nicht neutral genug. Wir brauchen, das ist eigentlich die Zusammenfassung aller Kriterien, wir brauchen eine Herstellerunabhängigkeit. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Der Hersteller muss eine Studie abliefern, er muss sie auch noch bezahlen, aber er darf nicht reinreden. Aber nur so geht's. Sobald der Hersteller mit reinredet, ist die Manipulation im Spiel. Herstellerunabhängigkeit. Und wir brauchen eine echte Abbildung der Epidemiologie. Das ist ein bisschen kompliziertes Wort. Das heißt, wir müssen eigentlich wissen, wie gefährlich oder wie häufig ist eigentlich die Krankheit, gegen die wir impfen wollen. Nur dann können wir abschätzen, okay, das ist sehr gefährlich, das ist sehr häufig, da brauchen wir was dagegen. Oder wir können sagen, das ist ja extrem selten und verläuft ja meistens harmlos, da brauchen wir vielleicht gar keine Maßnahme dagegen. Also diese epidemiologische Abbildung ist wichtig. Und dann brauchen wir als letzten Punkt, wenn der Impfstoff mal zugelassen ist, brauchen wir eine Weiterbeobachtung. Denn alles das, was denn erst sehr spät kommt, sehen wir erst in der Nachbeobachtung. Und in der Nachbeobachtung haben wir auch erst die richtig, wirklich großen Fallzahlen. Hunderttausende und Millionen Fälle. Da kann man dann wirklich statistisch handfeste Aussagen machen. Placebo-Kontrolle heißt, wir machen eine Studie und teilen die Teilnehmer in zwei Gruppen auf, möglichst zufällig, in eine echte Gruppe und in eine Placebo-Gruppe. Und wir wollen wissen, reagieren die echt Geimpften mit dem neuen Impfstoff anders als die nur zum Schein Geimpften. Zwei Gruppen, möglichst homogen verteilt. Eine Verum-Gruppe, das ist dann die, die tatsächlich diesen Impfstoff zu Testzwecken erhält. Und eine zweite Gruppe, die den Impfstoff eigentlich nicht enthält, aber zum Schein wird so getan, als würde die Placebo-Gruppe auch den Impfstoff erhalten, damit keine mentalen oder suggestiven Effekte da eine Rolle spielen können. Das heißt, da wird geimpft mit einer Spritze, die aber nichts Wirksames mehr enthält. Und zwar sollen alle verblindet sein, das heißt gar nicht richtig wissen, die da mit der Studie zu tun haben. Als erstes natürlich die Probanden sollen nicht wissen, ob sie jetzt eigentlich den Impfstoff erhalten oder nicht. Deswegen also auch eine Scheinimpfung für die Placebo-Gruppe. Aber auch der die Impfung ausführt, der Behandler, soll eigentlich nicht wissen, ob er jetzt eine wirksame Spritze oder eine unwirksame Spritze in der Hand hält. Sonst könnte er eher durch Suggestiveffekte oder unbewusst, durch seine Mimik, durch Lächeln oder Stirnrunzeln da schon Informationen transportieren. Und das ist in diesem Fall nicht erwünscht. Und dann kommt noch eine Forderung an eine dritte Gruppe, das sind die Auswerter der Studie. Man kann, das wissen Sie sicher, mit Statistik einiges anstellen. Man kann also diese Rohdaten so ausrechnen oder so ausrechnen und dann kommen sehr unterschiedliche Sachen raus. Deshalb ist die Forderung nach der Dreifachverblindung, dass auch der Auswerter der Studie eigentlich gar nicht wissen darf, um was es geht. Er kriegt nur die Zahlenkolonnen und soll die statistisch aufbereiten. Dann haben wir eine von Suggestion und mentaler Beeinflussung freie oder möglichst freie Ergebnisdarstellung. Da muss ich jetzt aber ein, zwei Worte dazu sagen.
Suggestion und mentale Beeinflussung sind in der Medizin tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das wissen Sie sicher und das habe ich in meiner Berufserfahrung auch immer wieder erfahren. Die sind vielleicht sogar für über die Hälfte aller Effekte zuständig. Aber im Rahmen einer solchen Studie will man denn diese Effekte mal vorübergehend ausklammern und sich nur auf die Wirksamkeit dieser chemischen Substanz konzentrieren. Also nicht, dass Sie das falsch verstehen, dass ich von Suggestion, von mentalen Effekten in der Medizin, von energetischen Effekten nichts halten würde. Im Gegenteil. Also ich bin ein starker Verfechter dieser energetischen Medizin. Ich habe da auch, es wurde schon gesagt, ein Buch geschrieben dazu. Das liegt hinten am Büchertisch aus. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel über das Impfen mit hineingeschrieben. Also in den Studien unerwünscht, aber ansonsten in der Heilarbeit sehr erwünscht, dieser Effekt. Aber jetzt, heute, bei der Darstellung solcher Studien, wollen wir diese Effekte mal ausklammern durch die Dreifachverblindung. Oftmal werden diese Studien zu Arzneimitteln oder zu Impfstoffen möglichst kurz angelegt, damit man möglichst die erwünschten Effekte mit reinkriegt und die unerwünschten aber aufgrund der Kürze der Laufzeit noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Das ist natürlich ein Trick, den wir nicht tolerieren dürfen. Schnell eintretende Effekte kommen dann rein, langsam eintretende kommen nicht rein. Besonders der Anstieg dieser Impfantikörper, der geschieht ziemlich schnell. Wenn jetzt so eine Studie die Bluttests macht, nach der Impfung 1-2 Wochen später sind die Antikörper da. Und dann könnten die Hersteller ja sagen, gut, jetzt haben wir bewiesen, die Impfung wirkt, jetzt können wir aufhören. Ja? Und dann entwischen uns aber die Effekte, die überhaupt erst nach gewisser Laufzeit auftreten. Und wir haben den dringenden Verdacht, dass durch Impfungen viele chronische und spät einsetzende Nachteile entstehen. Andrew Wakefield hat es mit dem Autismus und mit der MMR-Impfung ausführlich beschrieben, aber auch andere Dinge, die ganzen Autoimmunkrankheiten, also dieser Eingriff ins Immunsystem, das Impfen, wirkt sich mitunter auch unangenehm auf die Gesundheit und Stabilität des Immunsystems aus. Allergien, Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis oder noch schlimmer, Immunkrankheiten, die sich gegen den eigenen Körper richten, wo das Immunsystem anfängt, körpereigenes Gewebe zu zerstören, MS, Parkinson und eben wahrscheinlich auch Autismus mit einem ähnlichen Effekt. Die werden aber sehr spät erkannt. Also entsprechend lange muss ich aber gucken, wenn ich diese Effekte erzielen will oder aufdecken will. Welche Daten sollen in so einer Studie erfasst werden? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich natürlich nur Vorteile suche, dann finde ich auch nur Vorteile. Ich muss auch die möglichen Nachteile suchen in so einer Zulassungsstudie, sonst taugt die Aussage dieser Studie letztlich überhaupt nichts. Und auch in der Suche nach den Vorteilen gibt es Tricks, die wir nicht dulden dürfen. Meistens werden bei solchen Impfstoffzulassungsstudien nur die Antikörper bestimmt. Das heißt, die beiden Gruppen werden entweder geimpft oder zum Schein geimpft. Nach 1-2 Wochen werden die Leute wieder einbestellt und wird Blut abgenommen. Und dann steigen diese Antikörper entweder an oder ein bisschen an oder gar nicht an. Und wenn die Antikörper angestiegen sind, dann behaupten die Hersteller, okay, die Impfung hat gewirkt, dieser Patient oder dieser Proband wird durch die Impfung gut geschützt. Das ist aber eine Behauptung, die im luftleeren Raum steht, dass eine Höhe von Antikörpern gleichbedeutend sein soll mit einem wirksamen Impfschutz. Das ist bisher nicht belegt. Von dieser These geht die Medizin seit 100 Jahren aus. Aber ich habe da meine Zweifel und das müsste man eben auch erstmal belegen. Solange man das nicht belegen kann, muss man in der Studie schauen, wie viele Probanden kriegen tatsächlich die Krankheit und wie viele von diesen Probanden kriegen die Krankheit nicht. Nur dann hätte ich eine Aussage über den echten Schutz. Nebenwirkungen müssen natürlich auch mit erfasst werden, das ist klar. Jetzt will ich Ihnen mal was zeigen. Also üblicherweise werden Antikörper bestimmt
Dann kommt nach 2 Wochen so ein Ergebnis, Masernantikörper 1 zu 64, der Grenzwert ist 1 zu 32, dann kann man daraus schließen, okay, irgendwas hat die Antikörper in die Höhe gebracht, entweder eine frühere Erkrankung oder die Impfung. Und dann wird daraus geschlossen, okay, diese Masernimpfung hat gewirkt. Genauso mit der Rötelnimpfung. Hier habe ich nochmal Polio was aufgeschrieben, da ist es ungefähr gleich wie der Grenzwert, das hat nicht so gut funktioniert. Sollen wir das glauben als Beweis für die Wirksamkeit einer Impfung? Also mir reicht das nicht. Ich will Ihnen mal ein anderes Beispiel geben. Ich bringe mein Auto in die Werkstatt, der Monteur soll die Bremsen überprüfen. Tags drauf komme ich zurück, der Monteur sagt mir, ja okay, wir haben die Bremslichter überprüft, es ist alles in Ordnung. Ja, Sie lachen zu Recht, weil das reicht mir nicht. Ja, wenn ich die Bremsen überprüfen will, dann muss ich die Bremsen überprüfen. Ganz einfach. Wenn ich einen Erkrankungsschutz testen will, dann muss ich den Erkrankungsschutz auch messen. Alles andere ist Augenwischerei. Weder habe ich bewiesen, dass der Impfstoff schützt, noch habe ich bewiesen, ob die Bremsen funktionieren. Die epidemiologische Situation muss ehrlich abgebildet werden. Beispiel Grippe. Jedes Jahr steht in der Zeitung, ja, wieder 1000, 10.000 Grippetote dieses Jahr oder letzten Winter, 12.000, 5.000, 14.000. Also immer riesige Zahlen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, letzte Woche habe ich mir die Grippetoten der vergangenen Saison genommen. Schlimm genug, aber es waren 120. Das ist immer noch schlimm. Das sind aber natürlich auch ganz viele sehr alte Menschen dabei, die schon Herzschwäche und Lungen und also schon sehr, sehr alt und sehr geschwächt waren. Die sind da alle mit reingerechnet, 120. Aber behauptet werden 10.000. Und das ist eigentlich Angstmache, ein Prinzip, was ich komplett ablehne in der Medizin oder eigentlich überhaupt. Also auch wenn der Versicherungsvertreter mir Angst macht und sagt, schauen Sie mal, was alles passieren kann, ja. Aber ich habe ja eine schöne Versicherung dagegen, ja? Müssen Sie nur unterschreiben. Das ist ein Geschäftsmodell, was ich nicht mag. In der Medizin, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, die nicht fachkundig sind, ist es eigentlich unfair, mit solchen Dingen zu operieren. Ehrliche statistische Aussagen, ich habe es schon gesagt, man kann Statistik so hinrechnen oder anders hinrechnen, je nachdem, was man haben will. Und auch das ist eigentlich nicht fair. Wir müssten ehrliche statistische Aussagen haben. Dazu dient die Dreifachverblindung, also des Mathematikers, der es ausrechnet, dass der eigentlich gar nicht weiß, was rauskommen soll. Kleines Beispiel mal, habe ich mal aufgeschrieben. Angenommen, wir hätten einen neuen Impfstoff Diphtherix, den wir jetzt zulassen wollen, und dann machen wir eine Zulassungsstudie. Die Zulassungsstudie bringt das, wir haben immerhin 10.000 Probanden genommen, das ist eine gute Studie in dem Punkt. Und wir finden, also mit Diphtherix sind 2 Leute krank geworden und ohne Diphtherix 3. Das heißt, wir haben einen Rückgang der Erkrankungsrate von 1 Promille. Klingt ein bisschen mager, aber so ist es. Jetzt geht der clevere Statistiker hin und macht aus der absoluten Rechnung eine Relativrechnung. Er nimmt jetzt diese 3 als 100% und diese 2 als 67%. Ja, und plötzlich heißt es mit Diphtherix 33% weniger Erkrankungen. Das klingt doch schon sehr viel angenehmer und das wird den Verkauf natürlich eher ankurbeln als diese mageren 0,1%. Das nur als kleines Beispiel, wie man mit Statistik hin und her rechnen kann, wie man es eben gerade braucht. Das sollten wir nicht zulassen. Dann noch etwas, diese Follow-up-Studien. Ich habe es schon gesagt. Follow-up heißt nach Zulassung. Nach erfolgter Zulassung müssen wir weiter beobachten, weil wir erst dann große Patientenzahlen haben, weil wir erst dann lange Laufzeiten haben und dann erst eigentlich richtig gut statistisch finden können, was wir eigentlich da anrichten. Vor Markteinführung ist die Zeit zu kurz, die Fallzahlen zu gering,
Die Spontanmeldungen über Nebenwirkungen fehlen oft. Die fehlen natürlich auch nach Marktzulassung, weil die Patienten oder die Mütter melden das zwar ihrem Kinderarzt, wenn mit dem Kind was nicht stimmt, aber der Arzt hat natürlich Hemmungen, das weiter zu melden, wenn er selber etwas verbockt hat. Das ist menschlich sehr verständlich. Also wenn ich als Arzt einen Fehler mache, habe ich nicht viel Interesse daran, das an die Ärztekammer oder sonst oder an das Gesundheitsministerium zu melden. Also da ist eine riesen Lücke in der Meldehäufigkeit und in der Meldefreudigkeit. Erregerverschiebung ist noch nicht absehbar, das habe ich gerade gesagt. Also diese Forderungen an Follow-up-Studien, sie müssen lange laufen und sie müssen vom Hersteller im Voraus schon finanziert werden. Nicht erst hinterher, wenn der Hersteller dann längst die Insolvenz angemeldet hat oder mit einer anderen Firma fusioniert oder sonst irgendwie sich versteckt hat, sondern im Voraus finanziert. Von unabhängiger Stelle durchgeführt und veröffentlicht. Das müsste man fordern an Follow-up-Studien. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Sie merken, das ist ja nichts Extremes, was wir fordern, sondern das sind eigentlich die Selbstverständlichkeiten, die jeder Wissenschaftler eigentlich sofort einsehen müsste. Ja, so müssten wir das eigentlich machen. Und auch die Ärzte bezeichnen sich ja oder empfinden sich als Wissenschaftler. Wir brauchen lange Laufzeiten in den Follow-up-Studien, weil gerade die autoimmunologischen Probleme oft sogar erst nach Jahrzehnten richtig zuschlagen. Also da ist 10 Jahre sogar noch kurz. Herstellerunabhängigkeit beim Studiendesign, bei der Studiendurchführung, bei der Studienauswertung und bei der Veröffentlichung. Und jetzt kommt noch ein Punkt, wir bräuchten auch dringend eine Unabhängigkeit bei den Stellen, die letztlich über eine Zulassung eines Impfstoffes entscheiden. Diese Studien werden dann vorgelegt an eine ständige Impfkommission zum Beispiel oder ein Paul-Ehrlich-Institut. Und die müssten eigentlich unabhängig gucken, taugt diese Studie was, genügt die diesen Kriterien oder genügt sie nicht. Wenn ja, dann lassen wir zu. Wenn nein, zurück zum Hersteller, neue Studie machen. Jetzt sind aber diese Gremien, die entscheiden über die Zulassung von Impfstoffen, leider nicht objektiv und sachlich und unabhängig. In der STIKO, in der Ständigen Impfkommission, sitzen immer wieder, und zwar ein erheblicher Anteil von Mitgliedern und Entscheidern, die aber finanzielle Verbindungen zu den Herstellern haben. Ja, was soll denn dann da noch dabei rauskommen? Also auch da muss unbedingt nachgebessert werden. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Und jetzt verstehen wir auch, warum da so ein Riesenspannungsfeld ist. Es geht um sehr viel Geld. Und wo es um sehr viel Geld geht, meine Damen und Herren, liebe Freunde, da wird halt getrickst und gemogelt und betrogen und geschoben. Ist jetzt eigentlich egal, ob es um die Weltmeisterschaft in Katar geht oder ob es um Abgase von Dieselfahrzeugen geht oder ob es um Impfstoffe geht. Ist immer dasselbe. Aus Korrelationen dürfen wir auch keine Kausalitäten machen. Das hat Herr Wakefield schon ausführlich beschrieben. Ich kann das jetzt ganz locker durchgehen. Das betrifft aber nicht nur die Impfbefürworter und Hersteller, das betrifft auch, ich sage jetzt mal, uns als Impfskeptiker. Auch da höre ich immer wieder Trugschlüsse. Also, seit mehr geimpft wird, sind die betreffenden Krankheiten rückläufig. Moment, nochmal zurück. Das Rote sieht man jetzt fast nicht. Die Krankheit geht zurück. Das Impfen geht hoch, soweit ist die Aussage korrekt. Aber daraus eine Kausalität zu knüpfen, ist nicht zulässig im wissenschaftlichen Sinne. Auch seit mehr geimpft wird, steigen die Autismusfälle. Andrew Wakefield hat deutlich darauf hingewiesen, das reicht nicht. Um eine Kausalität zu beweisen, ist viel, viel mehr Arbeit noch nötig. Das kann man machen, aber man muss es wollen. Seit es weniger Störche gibt, gibt es weniger Kinder. Ja, Sie lachen. Stimmt das oder stimmt es nicht? Das stimmt, ja. Aber die Schlussfolgerung stimmt halt nicht, ja. Wenn die Schotten mehr Whisky trinken, aber seltener Fußpilz haben, dann sagt das ja gar nichts. Das sagt einfach gar nichts. Impfungen sind die einzige Möglichkeit, sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Stimmt überhaupt nicht.
Wir haben ja doch ganz viele andere Möglichkeiten, uns zu schützen. Warum spricht denn da niemand drüber? Das wäre aber wichtig. Man kann sein Kind auch... Und das war mein Arbeitsgebiet als naturheilkundlicher Arzt. Wie bringe ich die Kinder in eine stabile Situation? Möglichst wenig Antibiotika, möglichst wenig Cortison, Nestwärme, Mutterliebe, langes Stillen und. Es ist doch alles bekannt. Man muss es nur machen. Was passiert mit den Ärzten, wenn der Schutz vor der Erkrankung bei einem Impfstoff nicht belegt ist? Dann ist die Sicherheit auch nicht belegt. Und dann ist aber eine Nutzen-Risiko-Abwägung nicht möglich. Die muss aber der Arzt vornehmen, wenn er überhaupt eine Handlungsentscheidung treffen will. Impf ich oder impf ich nicht? Es fehlen die Daten. Wenn er nicht entscheiden kann, dann kann er aber auch, wenn die Daten fehlen, den Patienten nicht rechtswirksam aufklären. Wenn der Arzt den Patienten nicht rechtswirksam aufklären kann, dann kann aber auch der Patient gar nicht rechtswirksam einwilligen. Und eine Impfung ohne Einwilligung, Körperverletzung. So sieht es aus für die Ärzte. Wenn jetzt die Impfpflicht kommt, dann haben wir oben, ich muss impfen und unten, ich darf nicht. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Da können sich die Juristen noch die Zähne dran ausbeißen. Pharma-Mafia, das muss ich jetzt noch sagen. Darf ich? Okay, 5 Minuten. Jetzt geht es nämlich darum, wer sind die Bösen? Ich nenne das Pharma-Mafia, das ist ein bisschen abgekürzt, aber diese Lobbyisten in Berlin, was macht ein Lobbyist? Der hat einen Arbeitsvertrag, der arbeitet für seinen Vorgesetzten und das macht er möglichst gut. Ist nicht zu beanstanden. Der Vorgesetzte hat ja aber wieder einen Vorgesetzten, den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer hat vielleicht wieder einen Vorgesetzten, nämlich den Firmeninhaber. Jetzt sind aber die meisten Firmen nicht in einer Hand, sondern in Aktionärshand. Und jetzt wird's brenzlig. Ja, wer sind denn die Aktionäre? Und jetzt muss ich Ihnen mal einen Zahn ziehen. Das sind nicht die bösen Aktionäre, sondern ich sage mal, fast alle hier im Raum sind Aktionäre. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Jeder von uns, der ein Girokonto hat oder der Geld auf der Bank hat oder der Geld in eine Versicherung einbezahlt, ist indirekt Aktionär, weil dieses Geld nämlich in Aktien angelegt wird. Also wir profitieren ja auch von diesem System. Und das müssen wir, glaube ich, zu bedenken geben, wenn wir immer von den anderen Bösen reden. Und dann komme ich zum Schluss. Sind die Impfbefürworter jetzt doof oder sind die Impfgegner dumm, dass sie gar nichts kapieren? Vielleicht konnte ich mit meinem Beitrag jetzt hier eine kleine Annäherung erreichen und dann würde das vielleicht so aussehen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken.